Sag mal, du bist ja noch immer nicht umgezogen. Du dumm Schatz, nehme ich doch sowieso nur deinetwegen in Kauf. Darauf kommst du erst jetzt. Das nicht, aber ich halte es für besser, du gehst allein dahin. Soll das heißen, du kommst nicht mit? Ja, Liebling, das heißt es. Wenn du mir das liebenswürdigerweise vor einer Stunde verraten hättest, dann wäre ich nicht auch noch unpünktlich. Deine hochmütige Art, mit Menschen umzugehen, wird sich sicher irgendwann mal rächen. Keine Szene, Liebling, bitte. Ach Gott, die Zeiten sind vorbei. Du erwartest sicher noch deinen Sekretär, ohne den du anscheinend gar nicht mehr leben kannst. So eifersüchtig. Hätte ich den Grund dazu? Ich warte auf seinen Anruf. Deshalb komme ich auch nicht mehr. Ist jemand verletzt? Kann ich bitte das Telefon haben, wenn du mal fertig bist? Ja, gleich. Meine Schwester wird noch mal geduldig. Also bis morgen, ja? Tschüss. Er wird sich schon nicht die Finger wund gewählt haben, nur weil ich mal telefoniere. Okay. Also wenn das wirklich kein Unfall war, dann hat er aber eine ganze Arbeit geleistet. Abwarten, vielleicht hört auch nur jemand die Flöhe husten. Ja, ich bin ja gespannt. Obermann. Hess? Ja, wir haben uns rufen lassen. Ja, gestern Nacht sah alles nach einem Unfall aus. Jedenfalls handelt es sich um eine typische Gasexplosion. Die Ursache ist meist Leichtsinn. Grob unsachgemäße Handhabung mit Heizungen, Kochern und so weiter. Ja, ich verstehe, aber diesmal ist ein Mann ums Leben gekommen. Ja, die Leiche war ziemlich entstellt. Ist noch jemand verletzt worden? Nein, jedenfalls nicht, dass wir wüssten. Der Platz ist ja auch fast leer. Aber heute Morgen habe ich das hier gefunden. Was ist denn das? Das ist ein Teil von der Heizung. Sicherheitsventil. Schaltet die Gaszufuhr sofort ab, wenn die Flamme nicht mehr brennt. Und? Das Ventil ist defekt. Also das Gas ausgetreten und das Ding in die Luft geflogen. Ja, aber wir sind davon überzeugt, dass jemand das Ventil manipuliert hat. Das wäre Mord. Deswegen habe ich Sie hierher gebeten. Wer ist der Tote? Ist noch nicht mit Sicherheit identifiziert. Vermutlich der Besitzer des Wagens. Ist gleich in die rechtsmedizinische verbracht worden. Das wollte ich Ihnen nur sagen. Ich muss jetzt Schluss machen. Die Polizei ist da.
Ich muss da mal hin. Ich kann das gar nicht glauben, dass die Gasheizung nicht in Ordnung war. Dinge gehen eben mal kaputt. Aber er war immer so pedantisch. Ja, allerdings. Das hast du nicht gemacht. Sei ehrlich. Deshalb habe ich mir aber bestimmt nicht seinen schrecklichen Tod gewünscht. Gott, Sie wissen sicher, wem der Wagen gehört. Weiß ich. Und, wem? Der Mann hieß Eckhard Magun. Haben Sie auch seine feste Adresse oder wohnte der ständig hier? Nein, er hatte eine Wohnung in der Stadt. Und wo? München 40, Zieblandstraße 184. Sie waren doch dabei, als die Feuerwehr den Toten fand. War ich? Haben Sie ihn da gleich identifiziert? Wieso? Haben Sie deutlich erkannt, dass der tote Herr Magun, also der Besitzer dieses Wohnwagens, war? Nein. Ich hätte nicht mal sagen können, ob es ein Mann oder eine Frau war. Wussten Sie überhaupt, dass Herr Magun hier auf dem Campingplatz war? Nein. Aber da steht sein Auto und wenn sein Auto da ist... Gerd, fahr doch bitte in die Zieblandstraße und frag mal nach. Nummer 184. Bei Breitner. Guten Tag. Junger Mann, ich kaufe nicht. Das brauchen Sie auch nicht. Mein Name ist Heimann, ich bin von der Kripo. Und Sie sind die Frau Breitner? Ja, aber... Es geht um Ihren Untermieter, Herrn Magun. Eckhard Magun. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Herr Magun was mit der Polizei zu tun hat. Einen so guten und soliden Mieter hatte ich noch nie. Frau Breitner, ich habe nur ein paar Fragen. Darf ich reinkommen? Ja, bitte. Danke. Haben Sie Herrn Magun näher gekannt? Gekannt? Ich weiß, wie er aussieht. Er kam unregelmäßig. Aber oft. Immer allein? Das weiß ich nicht. Wie wär's, wenn Sie sich ein bisschen mehr Mühe geben? Ein paar Mal war mit einem Mann hier. Im Sommer. Ich kann mich daran erinnern, weil ich diesen Mann wiedererkannt habe. Wieso wiedererkannt? Na, aus dem Fernsehen und aus der Zeitung. Irgend so ein bekannter Schauspieler oder Schriftsteller, eine bekannte Größe eben. Wie heißt er? Wo soll ich das wissen? Ich habe sein Gesicht wiedererkannt, das ist alles. Kommen Sie bitte um 11 Uhr ins Präsidium. Vielleicht erinnern Sie sich da besser. Herr Magun hätte das nicht gern. Es dürfen nur wenige zu ihm rein. Wer zum Beispiel? Diese junge Dame da? Ja, sie, ja. Wie heißt sie? Marlies Lachmann. Eine sehr sympathische Person. Seine Freundin. Was stellen Sie mir eigentlich für indiskrete Fragen? Ich muss das leider. Hat Herr Magun irgendwelche Verwandte? Ich glaube nicht. Seine Eltern sind jedenfalls tot, das hat er mir erzählt. Herr Magun hat auf dem Campingplatz Nordwest einen Wohnwagen stehen. Wissen Sie das? Ja. Aber warum fragen Sie mich das eigentlich alles? Dieser Wohnwagen ist letzte Nacht explodiert und völlig ausgebrannt. Ein Mann kam dabei ums Leben. Wir können noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es sich dabei um Herrn Magun handelt. Hat er Ihnen gesagt, dass er da rausfährt? Nein. Er sagte fast nie, wo er hingeht. Ich habe ihn oft tagelang nicht gesehen. Und wenn er hier zu Hause war, hat er die Nächte durchgearbeitet. Geschrieben. Ja. An der Gasheizung des Wohnwagens ist eindeutig manipuliert worden. Unsere Leute stimmen mit der Feuerwehr völlig überein. Also doch, Mord. Der Täter muss gehofft haben, dass die Spuren durch den Brand verwischt werden.
Und die Feuerwehr sagt, es ist ein Wunder, dass dieses Sicherheitsventil die Explosion überstanden hat. Das ist er. Wer? Na, der, von dem Sie die Namen wissen wollten. Der Fernsehfritze, der ein paar Mal bei Magun im Wohnwagen war. Die Bildunterschrift haben Sie nicht mehr? Warum? Na, weil da sicher der Name draufgestanden hat. Seien Sie froh, dass ich das Bild habe. Henry, krieg raus, wer das ist, wo wir ihn finden können und so weiter. Ja. Irgendwie bekannt kommt mir das Gesicht auch vor. Wie lange wohnt der Herr Magun bei Ihnen? Sind ungefähr seit 4 Jahren etwa. Und wieso hatte er keine eigene Wohnung? Da glauben Sie vielleicht, er hat es nicht gut bei mir, er wollte keine. Verdient hat er genug. Nie hat er sich Ruhe gegönnt. Wer besucht ihn noch, außer Frau Lachmann? Die andere kenne ich nicht. Welche andere? Na ja, da kam hin und wieder eine Dame. Sehr elegant. Ja, und dann viele Anrufe hat er bekommen. Manchmal mitten in der Nacht. Von wem? Von einem Mann. Es war immer dieselbe Stimme. Haben Sie die Adresse von Frau Lachmann? Nein. Werden diese Wohnwagen eigentlich schon mit Gasheizung geliefert? Das kommt drauf an. Die von Herrn Magun habe ich ihm eingebaut. Sie? Ja, das ist 2 Jahre her. Ist es schwer, die Sicherheitsvorrichtungen von so einer Heizung außer Funktion zu setzen? Eigentlich nicht, wenn man die Bauanleitung hat. Sie meinen, auch ein Laie kann das? Dazu gehört nicht viel. Mit anderen Worten, jeder hätte das machen können? Wenn ich 2 linke Hände habe. Können Sie mir sagen, wer in den letzten, na, sagen wir mal so 3 Wochen, in diesem Wohnwagen war? Außer Herrn Magun natürlich. Unmöglich, da fahren ständig welche rein und raus. Und mittwochs, da habe ich meinen freien Tag, da bin ich in der Stadt. Ja, bitte. Ach, dann ist der Campingplatz also mittwochs unbeaufsichtigt. Genau. Lass dich nicht stören, ich mach's mit Henrik. Ja, ja, schon gut. Danke. Ja, Sie können gehen. Der Ausweis von Magun. Fanden wir in den Resten eines Jacketts. Ich habe dir ein Stück davon mitgebracht. Danke. Hilft dir vielleicht bei der Identifizierung. Was Neues? Ja, wir haben an der Brandstelle den Ausweis von Magun sichergestellt. Ich gebe den Gerichtsmediziner mal seine Daten zum Vergleich. Gut. Chris. Ach, du bist Gerd. Ja, Moment, Moment. Wie heißt das Mädchen? Marlies Lachmann. Ja, Strudinger Platz 16. Ja, und die hat ihn ab und zu in der Wohnung besucht. Ich kümmere mich drum. Tschüss. Ja? Guten Tag, mein Name ist Chris. Polizei nehme ich an. Haben Sie Polizei erwartet? Früher oder später. Kommen Sie rein. Rollstuhl nicht erwartet? Ehrlich gesagt, nein. Aber wesentlich mehr überrascht mich, dass Sie jemanden von der Polizei erwarten. Entschuldigung, mein Name ist Chris. Marlies Lachmann. Das ist mein Bruder Theodor. Darf ich fragen, warum Sie jemanden von der Polizei erwarteten? Wegen des Unfalls auf dem Campingplatz. Was wissen Sie davon? Nur, dass Herr Magun dabei ums Leben gekommen ist. Von wem? Von Herrn Jakob. Er hat mich angerufen. Der Platzwart? Ja. Wann? Heute Morgen. Ist die Unfallursache schon geklärt? War kein Unfall. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Kein Unfall.
Jemand hat an der Heizung manipuliert. Sicherheitsventil. Das Gas strömte in den Wohnwagen und beim kleinsten Funken musste es zur Explosion kommen. Dann sind Sie von der Mordkommission? Ja. Ja, Henry, kommst du mit in die Kantine? Ja, geht sie. Geht leider nicht, ich suche jemanden. Wen? Den hier. Wieso willst du ein Autogramm? Wer, von wem? Ja, vom Schilling. Wer ist Schilling? Na, der, Heinrich Schilling. Sag mal, bist du so doof oder stellst du dich nur so? Ja, und was macht der? Mann, jetzt glaube ich's aber. Bestseller-Autor. Du sitzt jetzt in jeder Talkshow rum. Siehst du nie fern. Nee. Ich werde mit dem Naheliegen kaum fertig. Ja, ja. Unser Kreis kennt ja niemanden mehr. Oh, doch. Heimann, Gerd Heimann. Nein, den Schilling werde ich auch noch kennenlernen. Wiederschön. Wie lange kannten Sie Herrn Magun? Seit fast 4 Jahren. Kurz nachdem ich aus dem Krankenhaus zurückkam. Wie ist das passiert? Es war ein Autounfall. Irgend so ein Schwein hat Sie über den Haufen gefahren. Sie wissen nicht, wer? Fahrerflucht. Es war zum Teil meine Schuld. Ich habe die Vorfahrt nicht beachtet. Ist Herr Magun mit Ihnen verwandt oder ein Freund? Er war ein Freund. Ich habe ihn auf sehr ungewöhnliche Weise kennengelernt. Eines Tages klingelte er an der Wohnungstür. Er sagte, er sei Schriftsteller und wollte eine Geschichte über Behinderte machen. Meine Adresse hatte er vom Krankenhaus. Wir haben uns dann sehr lange unterhalten und dann ist er immer wieder gekommen. War er wirklich Schriftsteller? Er hat gearbeitet wie ein Verrückter. Aber veröffentlicht hat er, soviel ich weiß, nie was. Mein Bruder ist Maler. Frau Lachmann, haben Sie eine Fotografie von sich, die Sie mir leihen könnten? Was von mir? Ja, das wäre sehr freundlich. Fassen wir doch mal das Wenige zusammen, das wir haben. Ein Wohnwagen, der wegen einem manipulierten Sicherheitsventil in die Luft geflogen ist, einen mysteriösen Toten und ein Mädchen im Rollstuhl. Im Rollstuhl? Das hat mir Frau Breitner nicht gesagt. Wie sind die Treppen raufgekommen? Das hättest du sie fragen sollen. Weiter ein Platzwart, der mich angelogen hat. Ja, ja. Der hat die Frau Lachmann heute Morgen, noch bevor wir kamen, angerufen und ihr den Tod von Magun mitgeteilt. Und schließlich einen berühmten Mann. Den Henry nicht kennt. Den Henry nicht kennt, sehr schön, ja. Ja, ich auch nicht. Und deshalb werden wir jetzt zu ihm fahren, Gerd. Und du, Henry, hast du Lust, dich mit diesem Platzwart rumzuschlagen? Rumschlagen, kein Problem, ne? Ja, so wörtlich fast nicht gemeint. Aber vielleicht ist er ja bei dir gesprächiger. Jo. Hier, nimm das Bild von der Lachmann mit. Ich habe einen Einschreibbrief für Ihren Bruder, Theodor Lachmann. Ja, Moment. Theo, kommst du mal bitte? Ja. Für dich. Herr Lachmann, ein Einschreibbrief. Bitte unterschreiben Sie unten rechts. Danke. Mein Pulli bitte. Ach so, Entschuldigung. Wiedersehen. Wiedersehen. Von wem ist denn der? Von einem Toten. Guten Tag, mein Name ist Kreis. Das ist mein Mitarbeiter, Herr Heimann.
Tag. Ja, bitte? Wir hätten gerne Herrn Schilling gesprochen. Darf ich wissen, worum es geht? Sind Sie Frau Schilling? Ja, Isolde Schilling. Aber bitte kommen Sie doch herein. Hey, was soll das? Haben Sie die Klingel nicht gesehen? Die Klingel gibt's ja auch. Da kann ja gar nichts passieren. Kennen Sie diese Frau hier? Na los, überlegen Sie nicht lange. Ohne Brille kann ich nichts erkennen. Dann setzen Sie sie auf, Mann. Hab ich nicht hier. Hab ich im Büro. Herr Magun besaß einen Wohnwagen. Ja, ich weiß. Wann waren Sie das letzte Mal in dem Wagen? Ach, das ist schon ewig her, so im letzten Sommer. Er ist tot. Er ist letzte Nacht bei einer Gasexplosion in seinem Wohnwagen umgekommen. So? Sie wollten doch mit meinem Mann sprechen. Bitte kommen Sie. Ich wette, dass Sie die Dame schon längst erkannt haben. Kann sein, dass ich sie schon mal gesehen habe. Tatsächlich? Möglich. Dann hat sie Ihnen gleich ihre Telefonnummer gegeben. Aber wie konnte das nur passieren? Ich kenne Herrn Magun als äußerst gewissenhaften, eher pingeligen Menschen. Ich meine, setzt durch einen Unfall nicht eine gewisse Nachlässigkeit voraus? Es stört Sie doch nicht, wenn ich gehe. Entschuldigen Sie, meine Herren. Herr Schilling, es war kein Unfall. Ja, sonst? Es war Mord. Mord? Aber ich bitte Sie, wer sollte denn Interesse an seinem Tod haben? Er kannte ja kaum jemand. Er lebte nur für seine Arbeit, völlig zurückgezogen. Was war seine Arbeit? Hä? Wie bitte? Ach so, ja, Sie, das wissen Sie ja nicht, er war mein Sekretär. Ihr Sekretär? Ja. Muss man gleich homosexuell sein, nur weil man einen Sekretär beschäftigt, statt einer Sekretärin? Was waren seine Aufgaben? Seine Aufgaben, hauptsächlich habe ich ihm diktiert. Ihre Bücher? Und Briefe, ja, ich stehe ständig unter Termindruck, da geht das Diktieren am schnellsten. Außerdem machte mich Eckart, Herr Magun, auf mögliche Fehler aufmerksam. Er machte Vorschläge, hatte Ideen. Er war Ihnen also eine große Hilfe? Ja. Ja, sein Tod bedeutet für mich einen noch gar nicht absehbaren Verlust, auch für meine Arbeit. Also gut. Sie war hier. Vor 3 Tagen. Im Rollstuhl? Im Auto. Sie hat eine Spezialausrüstung für ihren Wagen. Schaltet und bremst mit den Händen. Und für kurze Strecken benutzt sie Krücken. Sie war also alleine hier? Ja. Sie hat mich gar nicht gesehen. Sie ist direkt durchgefahren zum Wohnwagen. Wie lange ist sie geblieben? Etwa eine halbe Stunde. Ich habe noch gedacht, was sie wohl wollte, weil Magun war nicht da. Wissen Sie, ich wollte sie nicht erzählen, weil sie eine Frau ist, die es nicht verdient, verdächtig zu werden. Seit wann arbeitet der Herr Magun bei Ihnen? Oh, seit 4 Jahren. Zuerst hatte ich ihn nur als Fahrer beschäftigt. Ich hatte meinen Führerschein verloren. Ja, Alkohol, eine dumme Geschichte. Herr Magun hatte mir ein Manuskript geschickt. Und auf die Weise habe ich ihn, so haben wir uns kennengelernt. Ach, er hat auch geschrieben? Ja. Ja, das Manuskript war gut, aber unverkäuflich. Extreme Literatur, so würde ich es nennen.
Ja, und weil er mittellos war, bot ich ihm den Fahrradjob an. Und daraus wurde dann ein Sekretär. Ein Mädchen für alles. Und ich hab's nie bereut. Soviel ich weiß, begann Ihre Karriere vor 4 Jahren. Nein. Einen Namen hatte ich schon vorher. Sonst hätte Herr Magun wohl kaum einen Grund gehabt, sich an mich zu wenden, richtig? Mein Durchbruch, wie man so schön sagt, der begann damals, ist schon richtig, ja. Waren Sie ab und zu bei ihm im Wohnwagen? Ja. Ja. Wissen Sie, wozu er ihn hatte? Er wollte das Gefühl haben, fliehen zu können. Fliehen? Wovor? Weiß nicht. Wann waren Sie das letzte Mal in seinem Wohnwagen? Oh, das muss schon lange her sein. Bei dem Wetter werde ich da nie rausfahren. Gerd, setz mich doch bitte an der Wohnung von dieser Frau Breitner ab. Ich möchte mir Maguns Zimmer selber mal ansehen. Und du fährst noch mal zu dem Mädchen. Das ist kein Mädchen, Leo, das ist eine Frau. Eben. Find doch mal raus, wie ihre Beziehung zu dem Toten wirklich war. Weißt du, was ich wissen möchte? Wer in der nächsten Zeit Heinrich Schilling besucht. Soll ich eine Überwachung beantragen? Nö, das nicht. Guten Tag. Tag. Soll ich mal Öl nachschauen? Nee, nötig, Meister. Alles in Ordnung. Ganz schön kalt heute, was? Ja, kaum zu glauben, dass bei dem Wetter jemand in einem Wohnwagen übernachtet. Was kommen Sie vom Campingplatz? Ja. Da sind fast alles gute Kunden von mir. Der hier auch? Nee, den kenne ich nicht, obwohl ich sonst ein sehr gutes Gedächtnis für Gesichter habe. Als neulich zum Beispiel dieser Bestseller-Dichter hier war, den habe ich gleich gekannt. Bestseller-Dichter? Ja, Schilling oder wie der heißt. Der steht mit seiner Frau öfter mal in der Zeitung. Wann war der hier? Wann? Ja. Meine Frau, die war damals bei ihrer Mutter an dem Tag. Vor 5 Tagen. Ja. Mit Sonnenbrille, Hut und Schal, die... Diese berühmten Leute, die haben es ja nicht leicht. Die werden immer angestarrt. Der hatte eine Panne, die Zündkerzen, die waren hin. Weißt du, was mich so irritiert? Es gibt kein Motiv für diesen Mord. Das macht mir auch Kopf dabei. Ruf nachher die Zentrale an, sag Bescheid, wo du bist. Bist du eigentlich gar nicht eifersüchtig, was mich betrifft? Du hattest schon immer zu viel Fantasie. Wirklich? Du weißt doch, dass ich eine Beziehung zu Eckart hatte. Beziehung? Du bist mit ihm ins Bett gegangen. Bitte? Wenn du es so ausdrücken willst? Aber bildest du dir wirklich ein, ich hätte ihn deinetwegen umgebracht? Oh. Schließlich besteht unsere Ehe doch seit Jahren nur noch auf dem Papier. Stimmt. Eifersüchtig bist du vielleicht nicht. Aber es könnte deine maßlose Eitelkeit verletzt haben, dass ein anderer Mann. Nur, du warst auf ihn angewiesen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du, aus welchem Grund auch immer, irgendetwas gegen deine Interessen tust. Guten Tag, Heimann, Kripo. Meine Schwester ist nicht da. Wo ist sie? Weiß ich nicht. Kann ich hier auf Sie warten? Wenn es sein muss. Dass der Erfolg die schwachen Talente am meisten anzieht. Was muss an einem Künstler verloren gehen, damit er Allgemeingut wird?
Schuld kennt keinen Erfolg. Frau Lachmann, Sie habe ich ja nicht erwartet. Ich bin ja auch nicht Ihretwegen gekommen. Sondern warum? Vielleicht um Abschied zu nehmen. Ja. Moment. Das ist für Sie. Heimann? Ich bin's, Henry. Ich versuche die ganze Zeit Leo. Der müsste bei der Frau Breitner sein. Was gibt's denn so Wichtiges? Die Schilling ist gesehen worden, hier am Campingplatz. Die Lachmann übrigens auch. Entschuldigen Sie, aber mir ist Ihr Verhältnis zu Herrn Magun nicht so ganz klar. Wissen Sie, der Dichter Franz Kafka hat seiner Verlobten eine Zeit lang fast jeden Tag einen Brief geschrieben. Das hat Eckhart auch gemacht. Ich habe unzählige Briefe von ihm. Aber Sie waren nicht mit ihm verlobt, oder? Ich konnte ihm schlechter einen Antrag machen, oder? Sie haben ihn geliebt. Ich glaube, wir haben uns geliebt. Hat er Ihnen das gesagt? Einen Satz wie "Ich liebe dich" hätte er nie ausgesprochen. Na, wieso sind Sie dann so sicher? Vor ein paar Tagen hat er noch zu mir gesagt, bald werde ich dir alles sagen und dann musst du dich entscheiden. Ja? Entschuldigung, ein Anruf für Sie, Herr Kommissar. Danke. Entschuldigung. Gefallen Ihnen. Weil Sie wahrscheinlich auch nehmen, ich verstehe nichts davon. Nein, weil ich keine Bilder malen will, die gefallen. Tut mir leid, aber das da gefällt mir trotzdem. Können Sie von der Malerei leben? Natürlich, sicher. Jeden Tag verkaufe ich mindestens ein Bild, die Leute zahlen mir Unsummen. Wissen Sie, wie viele Bilder ich bisher verkauft habe? Eins, ein einziges. Für 300 Mark. Qualität zählt eben nicht mehr. Wovon leben Sie denn, wenn Sie so wenig verdienen? Von der Rente meiner Schwester. Das war ein Anruf von meinem Mitarbeiter. Er war noch mal auf dem Campingplatz. Warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie dort waren? Vor 3 Tagen. Was wollten Sie in dem Camping machen? Als ich das letzte Mal mit Eckhart da war, hatte ich was vergessen. Das wollte ich holen. Was? Ich besitze einen Schlüssel für den Wohnwagen. Ich hatte meine Tasche vergessen. Was war in der Tasche? Mein Tagebuch. Ich wollte auf gar keinen Fall, dass Eckhart das liest. Ich schreibe da Dinge hinein, die ich niemandem sagen kann. Ich tue das seit meinem Unfall. Welchen Beruf hatten Sie davor? Ich war Lehrerin für Tanz und Gymnastik. Du, Leo, ich habe mich vor das Haus Schilling gestellt. Ja, ich möchte jetzt doch wissen, wer da ein- und ausgeht. Gut, Gerd. Falls Schilling das Haus verlässt, häng dich dran, ja? Bis jetzt war nichts los. Aber jetzt kommt jemand, Leo. Ich melde mich später wieder. Okay. Nacht, Leo.
Frau Breitner, er ist tot. Ich suche Frau Lachmann. Frau Lachmann? Sie ist doch sicher hier. Ja, aber... Ja, erlauben Sie. Entschuldigen Sie. Was wollen Sie? Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, was. Und um mir Ihre Vorzüge zu zeigen, ist es wohl etwas zu spät. Sie wussten es also? Ja. Ich weiß, dass Sie seine Geliebte waren. Das Wort ist sicher zu groß für das, was uns miteinander verband. Geliebt hatte sie. Haben Sie der Polizei etwas über meine Beziehung gesagt? Nein. Und warum nicht? Vielleicht aus dem gleichen Grund, warum Sie nichts gesagt haben. Aus Angst. Angst? Aber das hätte doch den Verdacht nur auf meinen Mann gelenkt. Nicht auf Sie? Oder auf Sie? Ich werde morgen bei der Polizei eine Aussage machen. Ja, das wollte ich Ihnen sagen. Sie sollten von meinem Verhältnis mit Eckhart nicht erst aus der Zeitung erfahren. Aber Sie wussten es ja. Ich hätte gewonnen. Ich weiß. So Platz würde ich nie auszutreten. Morgen. Morgen. Frau Schilling. Na, da bin ich aber gespannt. Morgen. Was ist los, Leo? Morgen. Also, Isolde Schilling hatte ein Verhältnis mit Magun. Und ihr Mann wusste davon. Nicht schlecht. Er war auch auf dem Campingplatz. Wenn die Aussage von dem Tankwart stimmt. Noch dazu an einem Mittwoch. An dem Tag, an dem der Platz unbewacht ist. Jedenfalls hat er ein Motiv. Ja, ja, aber nicht nur er. Mallis Lachmann auch. Vorausgesetzt, dass sie von diesem Verhältnis gewusst hat. Das müssen wir rausfinden. Dann macht mal, ich gehe schlafen. Warst du die ganze Nacht bei Schilling? Fast. Gegen 21 Uhr kam Theodor Lachmann. Er wurde reingelassen, aber ich habe nicht gesehen, von wem. Und? Er kam nicht wieder raus. Hast du schon mal was von dem Hintereingang gehört, Gerd Heimann? Warum soll er durch den Hintereingang verschwinden? Und übernachten wird er da wohl auch nicht. Was will er von diesem Schilling? Ja, vielleicht will er was von ihr. Du hast ja nicht gesehen, wer ihn reingelassen hat. Bist du überhaupt sicher, dass Schilling wirklich zu Hause war? Nein. Sag mal, wenn das alles nicht stimmt, das mit dem Verhältnis von der Schilling mit dem Magun auch nicht. Wenn sie das einfach behauptet... Um ihren Mann verdächtig zu machen. Oder die Lachmann. Denn warum sagt sie das überhaupt? Und Magun können wir nicht mehr fragen. Aber die Breitner. Die hat was von einer eleganten Dame gesagt. Ich gehe da sofort hin. Ich habe mir gedacht, du bist müde, Gerd. Ich will das jetzt wissen, verdammt noch mal. Moment! Vielleicht nimmst du ein Bild von ihr mit. Okay. Kreis? Ja, guten Morgen, Frau Lachmann. Im Moment nur eine Frage. Ist Ihr Bruder zu Hause? Nein, der ist leider nicht da. Ach, der ist gar nicht da. Wissen Sie, wo er ist? Nein, ich habe ihn seit gestern Abend nicht mehr gesehen. Er ist mit meinem Auto weg.
Tut mir leid, Leo Schilling ist nicht zu Hause. Jedenfalls geht keiner ran. Vielleicht sollten wir ja das Haus richtig beobachten lassen. Andererseits frage ich mich, ob sich der Aufwand lohnt. Warten wir doch mal ab, was Gerd bei der Breite rauskriegt. Kress. Was? Eine männliche Leiche im Kofferraum eines abgestellten Wagens. Was hat der Wagen? Eine Spezialausführung für Körperbehinderte. Ja, bitte nichts berühren, nichts verändern, wir kommen sofort. Ja, das ist die Dame, die ein paar Mal hier war. Sind Sie da ganz sicher? Absolut sicher. Sie war ja gestern Abend auch wieder da. Gestern? Ja. Bitte nehmen Sie doch Platz. Danke. Ich wusste gar nicht, wie ich mich verhalten sollte, denn Frau Lachmann war gerade im Zimmer vom Herrn Magun. So? Ja, und weiter? Da ist die einfach rein. Hatten Sie den Eindruck, dass Frau Lachmann hier mit ihr verabredet war? Nein. Aber Sie haben dann eine ganze Weile miteinander gesprochen. Worüber? Das weiß ich nicht. Wie lange? 10 Minuten, Viertelstunde. Dann ist die Dame gegangen. Und ich habe sehr viel später für Frau Lachmann ein Taxi gerufen. Theodor Lachmann. Erschossen. Da ist der Wagen von seiner Schwester. Den er sich gestern ausgeliehen hatte. Und zuletzt gesehen wurde, als er ins Haus von Schilling ging. Und wer ihn reingelassen hat, das hat Gerd nicht gesehen. Ja, aber dass wir den Eingang beobachtet haben, das weiß Schilling nicht. Und seine Frau auch nicht. Komm, wir fahren hin. Vielleicht ist jetzt jemand da. Telefon. Ja, bitte. Kress. Gerd, ja, du, wir haben Neuigkeiten. Besorg bitte einen Hausdurchsuchungsbefehl für Schilling. Und ich rufe bei der Staatsanwaltschaft an. Wir treffen uns dann bei Schilling. Besitzen Sie eine Waffe, Herr Schilling? Ich besaß einen Revolver, aber der ist mir gestohlen worden. Den Waffenschein besitze ich immer noch. Herr Lachmann hat Sie gestern Abend besucht. Woher wissen Sie das? Die Frage werde ich Ihnen später beantworten. Was wollte Herr Lachmann von Ihnen? Geld. Aber er redete drumrum und als er unverschämt wurde, warf ich ihn raus. Guten Tag, Herr Schilling. Herr Schilling, wir vermuten, dass Herr Lachmann in Ihrem Haus erschossen worden ist. Ich habe hier einen Durchsuchungsbefehl, bitte. Wir haben seine Leiche im Kofferraum des Wagens seiner Schwester gefunden. Und wir wissen, dass er Ihr Haus nicht durch den vorderen, den Haupteingang, wieder verlassen hat. Wollen Sie Blutspuren suchen? Genau das, Herr Schilling. Sagen Sie, haben Sie mehrere solcher Teppiche? Wieso? Das letzte Mal lag da ein anderer. So? Tja, dann. Vielleicht hat meine Frau ihn in die Reinigung. Ihre Frau hat die Nacht bei einem bekannten Ehepaar verbracht. Wir haben die Aussage bereits nachgeprüft. Leo, die Kollegen von der Durchsuchung sind gerade angekommen. Ja, die können anfangen. Wir machen hier dann am besten Platz. Da ist ein Teich hinterm Haus. Soll ich den auch? Aber sicher. Henry, Zentimeter für Zentimeter. Das ist nicht nötig. Ich habe Herrn Lachmann erschossen. Ich habe ihn durch den Garten rausgeschafft und ihn in den Wagen gelegt, den er in der Seitenstraße geparkt hatte. Es war kein Mord, er hat mich bedroht, es war Notwehr. Und warum haben Sie das nicht der Polizei gemeldet? Ich hab den Kopf verloren. Ich hab die Nerven verloren. Sowas soll ja vorkommen in solch einer Situation. Wieso hat Herr Lachmann Sie bedroht? Er wollte Geld. Ja.
beschuldigte mich, idiotischerweise meinen Sekretär ermordet zu haben, der Freund seiner Schwester war und der die beiden finanziell unterstützt hat. Er völlig außer sich, weil diese Geldquelle nun nicht mehr existiert. Und daran gab er mir die Schuld. Er wollte einen finanziellen Ausgleich. Und warum sollte Herr Magun den beiden Geld gegeben haben? Ich weiß nicht. Vielleicht, weil er sentimental war. Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Schilling. Der lügt. Vielleicht, aber als ich mit Theodor Lachmann sprach, machte er wirklich einen etwas merkwürdigen Eindruck. Was ich ihm nicht abnehme, ist die Notwehr. Frau Lachmann, stimmt es, dass Sie von Herrn Magun Geld bekommen haben? Ja. Einmal, mehrmals, regelmäßig? Immer wieder. Meine Unfallrente ist nicht hoch. Eckart hat es mir regelrecht aufgedrängt. Als ich es zuerst nicht annehmen wollte, hat er einen 100-Mark-Schein vor meinen Augen verbrannt. Verbrannt? Ja, um mir zu zeigen, was er damit machen würde, wenn ich es nicht annehme. Wissen Sie, warum Ihr Bruder zu Herrn Schilling gegangen ist? Nein, ich weiß es nicht! Er war völlig verändert, nachdem er diesen Brief bekommen hatte. Welchen Brief? Einen Tag, nachdem Eckhart tot war, hat er von ihm einen Brief bekommen. Von Herrn Magun. Er muss ihn geschrieben haben, kurz vor seinem Tod. Wo ist der Brief? Ich weiß es nicht. Er hat mir ja nicht mal gesagt, was in dem Brief drin stand. Nicht mal andeutungsweise? Nein! Wollen wir mal ausreden? Ja. Im Schlafzimmer habe ich alles durchsucht, aber den Brief habe ich nicht gefunden. Irgendwo muss er sein. Wenn er ihn ganz einfach verbrannt hat. Nee, er hat den Brief ja eigentlich vor seiner Schwester versteckt. Frisch. Du, ich könnte mir vorstellen, dass man in unmittelbarer Nähe von frischen Farben und halbfertigen Bildern am wenigsten sucht. Von Magun an Theodor Lachmann. Das ist er. Aber das Ende fehlt. Hä? Teppich und die Waffe gefunden. Nach meinem Geständnis war das sicher keine große Tat mehr. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Schilling, Sie sind mit der Protokollierung des Gesprächs einverstanden. Bitte. Darf ich? Danke. Kennen Sie die Schrift? Herr Schilling, es ist die Schrift Ihres Sekretärs, mit dem Sie täglich zusammengearbeitet haben, nicht? Woher haben Sie das? Das ist ein Brief, den Herr Magun kurz vor seinem Tod geschrieben haben muss. An Theodor Lachmann. Den Mann, den Sie angeblich in Notwehr erschossen haben.
Und warum hat er diesen Brief geschrieben? Weil er dem Bruder seiner zukünftigen Frau die Wahrheit nicht vorenthalten wollte. Er hatte nämlich die Absicht, Marlies Lachmann zu heiraten. Ja, was ist die Wahrheit? Ach, Herr Schilling. Herr Magun schreibt, er hätte die letzten 4 Jahre für eine schwere Schuld gebüßt. Jetzt sei er zu der Überzeugung gekommen, dass er diese Schuld sozusagen abgebüßt hätte. Er hätte Wiedergutmachung geleistet. Merkwürdig, das verstehe ich nicht. Ja, merkwürdig. Und dann wird er deutlicher. Alle Bücher, die Sie in den letzten 4 Jahren geschrieben haben und durch die Sie erst wirklich berühmt wurden, hat in Wahrheit er geschrieben. Wie kommt der Mann dazu, so etwas zu behaupten? Das ist eine bodenlose Unverschämtheit. Tun Sie doch nicht so, als würden Sie den Brief nicht kennen. Was wollen Sie damit sagen? Dass Herr Lachmann Sie mit eben diesem Brief erpressen wollte. Wahrscheinlich hat er eine Fotokopie bei sich, die er Ihnen gezeigt hat und die Sie dann vernichtet haben. Ja, Moment mal, das ist eine Unterstellung. Na ja, sagen wir mal, eine sehr naheliegende Vermutung, durch die erklärt würde, warum Sie Herrn Lachmann erschossen haben. Ich habe Ihnen schon gesagt, es war Notwehr, aber davon jetzt mal ganz abgesehen. Warum hätte Herr Magun, wenn er schon so ein Genie war, das alles nicht unter seinem Namen, unter seinem eigenen Namen rausbringen können? Hm? Warum nicht? Ich meine, dann hätte er doch alles für sich haben können. Ansehen, Erfolg, ganz zu schweigen von dem Geld. Richtig? Sehen Sie? Darauf wissen Sie keine Antwort. Nein. Aber vielleicht steht die auf der letzten Seite des Briefes. Möchten Sie einen Kaffee? Das ist sehr liebenswürdig. Aber ich habe heute schon so viel Kaffee getrunken. Nichts gefunden? Noch nicht. Eigentlich komisch. Grün war gar nicht seine Farbe. Das ist das Letzte, was er gemerkt hat. Ja. Herr Schilling, wir wissen jetzt, wie Sie Herrn Magun dazu gebracht haben, für Sie zu schreiben. Steht tatsächlich auf der letzten Seite des Briefes. Herr Lachmann hat Sie erpresst und Sie haben Herrn Magun erpresst. Ja. Wegen Fahrerflucht. Er fuhr mich nach Haus nachts. Ich durfte ja nicht fahren. Ja, weil man Ihnen den Führerschein abgenommen hatte. Ja, ich schlief halt.
Er fuhr ziemlich schnell, ich weiß nicht warum. Er fuhr einfach weiter, als sei nichts geschehen. Ich wusste, wie gut er schreiben konnte, das habe ich mir zunutze gemacht. War nicht schwer, er bestand nur noch aus Schuldgefühlen. Wann hatte Herr Magun Ihnen gesagt, dass er die Wahrheit aufdecken wollte? Vor einer Woche. Wir wissen, dass Sie letzten Mittwoch am Campingplatz waren. Der Tankwart, der an die Zündkerzen gewechselt hat, hat Sie erkannt. Hatten Sie die Idee mit dem Sicherheitsventil? Herr Magun hatte eine Geschichte geschrieben, die so begann. Ich habe das Manuskript dann verbrannt. Damit sind Sie des Mordes an Eckhard Magun überführt, Herr Schilling. Und dann kam Lachmann mit dem Brief, von dem Sie nichts wussten. Ja. Noch eine Frage, Herr Schilling. Warum sollte Herr Lachmann Sie tätlich angreifen? Er wollte Sie ja erpressen. Also geben Sie es zu, es war keine Notwehr. Wissen Sie, wer das Opfer des Unfalls war? Können Sie sich das nicht denken?